Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu der Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt müsst ihr mit der Mission kein Ausweg. Und wie bereits angekündigt ist jetzt dieser Guided Mode, dieser geführte Modus aus. Das heißt, wir müssen selbst herausfinden, wo das Missionsziel ist. Und dafür haben wir hier bei der Missionsbeschreibung verschiedene Hinweise. Erreichen Sie Freeport. Freeport ist im nordöstlichen Teil der Region Smuggler Coves. Smuggler Coves ist hier. Hier ist Smuggler Coves. Nordöstlich, das ist dann irgendwo hier. Dann haben wir, es befindet sich an der Küste nördlich des Old Distillery Lake. Den Old Distillery Lake haben wir hier. Dort gibt es einen Leuchtturm, den man von weitem sehen kann. Den können wir hier jetzt natürlich nicht sehen auf der Karte, aber es gibt hier nördlich nur einen Ort, also eigentlich hier, aber der ist nicht wirklich an der Küste, der hier ist an der Küste, also müssen wir hier hin. Und sowas finde ich sehr cool, denn da hat man auch, ja, da hat man mehr, ist man mehr drin in der Welt, finde ich. Aber wie ich das hasse, ich laufe immer an dem scheiß Fahrerplatz vorbei. So, ja, dann hat man viel, ist man viel mehr in der Welt drin, finde ich. Leider gibt es die alte Helikoptersteuerung nicht, sondern nur die, ja, die in Wildlands noch neue Steuerung hieß. Das ist ein bisschen schade, denn so kann ich mich gar nicht wirklich umgucken, weil man mit der Maus nach links und rechts lenkt. Das ist ein bisschen schade. Hier das Biwak noch aufdecken. 4 Kilometer Helikopterflug. Habt ihr euch angeschnallt? Nicht? Auch gut. Viel Spaß beim Rausfallen. Schauen wir doch mal nach dem Leuchtturm, den man von weitem sehen kann. Also ich finde diese mit der neuen Helikoptersteuerung, das ist echt langweilig zu fliegen. Das ist wie Bahnfahren. Haben wir noch einen großen Komplex rechts an der Seite. Rechts neben dem, das hier ist wohl der Old Distillery Lake. Und das da hinten, das da ist der Lake Clearwater. Hier, Old Distillery Lake, genau. So, der Leuchtturm, den man von weitem sehen kann, kann man wahrscheinlich nur von der Seeseite aus sehen, denn der ist ansonsten von Wald bedeckt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Zack, und auf den Boden geknallt. Und direkt sieht der Heli aus, als wäre ich da mit Stockcar-Rennen gefahren. Stock-Heli-Rennen. Naja. Hier haben wir eine Kiste. Einen Weg von der Insel finden. Sprechen Sie mit den Selbstversorgern. 500 Skill-Credits. Vorne ist noch eine. Ich mache die Markierung mal weg. Das ist eine schöne Kiste. Passt irgendwie gar nicht hierher, so vom Aussehen her. Eine Mütze, eine verstärkte Feldmütze. Ja gut, warum nicht? Verstärkte Feldmütze ist. Und ihr seht vielleicht, ich habe die Farbe von der Weste habe ich geändert, von der Schussweste. An der Schutzweste. Das kann man hier, wenn man F drückt, kann man die Farben auswählen. Und das habe ich getan. Deswegen ist jetzt grün und nicht mehr beige. Da ist noch eine Kiste. Don't hurt us. Please. Finde ich übrigens auch sehr cool, dass man so in Deckung springen kann. Eine MK17. MK17, MK17. Ist das nicht eine SCA, eine MK17. Und die Werte sind aber nicht so cool. Ich bleibe bei der 416. Hallo, guten Tag, der Herr und die Dame. I'm not gonna hurt anyone. Mad Schultz sent me. You don't look like homesteaders. Well, I worked
I work for Skelltech. Mads is a friend. When Sentinel started arresting people, he helped us out. Why did he send you? My chopper got to this island from a Navy ship just a few dozen clicks off this coast. I can get these bolts back to that ship, then I can come back here with help. Well, certainly sounds better than taking a boat all the way to Auckland. What happened to your chopper? I'm still working that out. You leave it someplace? Yeah. Maurice Fox, this is my daughter, Harmony. It's nice to meet you. Call me Nomad. You know, we met another soldier. He said his name was, Hill. Josiah Hill? Is he here? No. He helped us get around some of Sentinel's men, but he was injured. Well, not badly. We left him at this, fishing building area thing. I actually think I know what you're talking about. I'll pick him up after I get back. Wer kennt es nicht? Explodierende Boote. More bad guys. Ein paar Baddies kommen. Setzen Sie Ihre Drohne ein. Jo, machen wir doch glatt. Allerdings werden die wie auch schon bei Wildlands Automaten. Oh, guck mal. Da geht der. Nee, geht er nicht. Das war leicht. Wenn die kommen, schieße ich auf das Fass. Ich will die Explosion sehen. So, nice. Neuer Hinweis. Maurice Fox zum Drohnenangriff. Unbekanntes. Oh toll, ist schon wieder weg. Ein Rätsel, okay. Waren das alle? Waren alle, ne? Ja. Oh, ein weißer Ghillie. Eine weiße Ghillie-Hose. Hier in diesem Gebiet eher nutzlos. Aber es gibt auch verschneite Berge, wo das doch nützlich wäre. What the hell was that? Give me a minute. My God. Those people. It must be a new security program. Holy flying cow. My guess is nothing could come to or leave this island as long as it's on. That must be what brought down my chopper. I want to go home. Me too, kiddo. Listen, you have to get these people and you have to get out of here. What? No one is coming to save you and there's no ambulance on the way. You have to run. You have to get to Air One. Okay, yes, yeah. Are you coming with us? I'm gonna find my friend Hill. That fishing building you left him at was a fallback point. There may be other soldiers. Good luck. Und das war die letzte Mission. Die letzte Hauptmission der Closed Beta. Also, gab ja nur zwei. Aber wir sind noch nicht fertig. In der nächsten Folge. Wir haben noch ein paar Nebenmissionen und Fraktionsmissionen, die ich euch noch gern zeigen möchte. Und ja. Oh, aber wir können jetzt schon mal noch ein paar Fertigkeitspunkte vergeben. 12 Stück haben wir. 12 Fertigkeitspunkte. Dann hätte ich gerne mehr Ausdauerregeneration.
einen zusätzlichen Vorteilsplatz. Was haben wir hier? Schmaler Schatten, um diesen Effekt zu erhalten. Plus 50 Tarnung. Nice. Das ist doch cool. Was haben wir hier? Fehlen von ihrer Drohne markierten Gegner minus 10% ab Technik-Abklingzeit plus 40 EP gewinnen. Das ist doch auch nice. Oh, was haben wir hier? Donnerkrollen. Bei Einsatz eines Scharfschützengewehrs plus 20% Waffenschaden, plus 20% Schaden an Drohnen. Das ist auch ganz nützlich. Was haben wir hier? Für den Treffer, Handhabung und Genauigkeit. Länger Luft anhalten, nehme ich an. Doppelt so lang kontrolliert atmen. Nice. Wird gemacht. Mehr Reichweite und Genauigkeit. Besseres Zerlegen. Mehr Teile von zerlegten Waffen. Das können wir auch nehmen. Haben wir noch 7 Punkte. Weniger Drohnenabklingzeit. Also so oft benutze ich die Drohne jetzt nicht. Drohnengeschwindigkeit, mit der bin ich auch zufrieden. Sammelbare Ressourcen ist mir eigentlich wurscht. Dann nehmen wir hier Schaden an Drohnen. Simultanschussdrohne, oh ja. Jetzt haben wir hier neue Dinge freigeschaltet. Oh, der Schneidbrenner, ja. Mehr alle Objekte außer Klassenobjekte und Spritzen. Mehr Objektkapazität. Was haben wir hier? Sprengstoffgedöns. Hier nach einem Nahkampfkill zur Vorteilung. Auch nett, aber brauchen wir nicht. Raketenwerfer wäre nett. Und Medizinbeutel plus ein Spritzenkapazität. Naja, ist eher meh. Verbesserte Version von C4-Splittergranaten und Minen. Mehr Schaden und größerer Wirkungsbereich. Ja, das klingt ganz nett. Aber... was haben wir hier? Schrotflintengedöns brauchen wir nicht. Weißt du was, wir nehmen hier Sprengstoff MK2. Oh, jetzt haben wir hier noch was freigeschaltet. Räumungsverkauf. Verbrauchsgüter sind billiger in Marias Laden. Der ist in Erewhon. Betäubt Drohnen. EMP-Granaten sind auch gut. Nehme ich die. So, dann hätten wir alles verbraucht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Nebeneinsätzen. Oder einem Nebeneinsatz, je nachdem wie lange er dauert. Dann bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.